habe zwar einen Trachtenjanker an, aber ich hatte keine Fischerjacke. Wer also noch eine alte Fischerjacke zu Hause hat, der kann mir die gerne überlassen. Die ziehe ich dann das nächste Mal hier an. Ja, wie fange ich an? Wir haben uns als AfD ja auf die Fahnen geschrieben, mit der Gründung unserer Partei, Politik anders zu machen als die Altparteien, Kartellparteien, glaube ich, ist der bessere Ausdruck. Wir wollen mehr basisorientiert sein, wir wollen die Nähe zum Bürger suchen, wir wollen mehr Aufklärung betreiben und kritisieren eben die Politik der Altparteien, dass immer hinter dem Rücken der Bürger irgendetwas entschieden, irgendetwas beschlossen wird und das quasi wie ein Wasserschwall sozusagen über die Bürger kommt. Dem dient also heute auch diese Veranstaltung. Basisnähe heißt natürlich auch immer an der Basis zu sein, nicht nur an der Parteibasis, sondern auch an der Bürgerbasis. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht als Bundestagsabgeordneter. In meinem Wahlkreis habe ich gerade vorletzte Woche, mein viertes Wahlkreisbüro eröffnet, neben Pasewalk, Neubrandenburg und Wolgast jetzt auch in Anklam, in der AfD-Hochburg Anklam. Und gestern war ich mit diesem Vortrag auch in Anklam, davor bereits in Binz, in Wismar und in Neubrandenburg. Das ist heute also sozusagen der fünfte Vortrag. Weitere Vorträge werden noch stattfinden. In Wismar war ich auch schon. Weitere Vorträge werden noch stattfinden in Schwerin, in Rostock, in Neubrandenburg und in Demmin. Das ist also sozusagen meine Aufgabe für die nächsten Wahlkreiswochen. Wir haben jetzt zum Ende des Jahres im Bundestag auch noch relativ viele Plenarwochen, sodass die Wahlkreiswochen relativ wenig sind. Und da bin ich tatsächlich fast jeden Abend unterwegs, um über die Misere des UN-Migrationspaktes aufzuklären. Zum heutigen Abend. Ich werde hier zunächst mal vortragen wollen. Ich bitte auch darum, die Fragen, die Sie haben, vielleicht aufzusparen, am Ende des Vortrages zu stellen, weil vieles, was an Fragestellungen kommt, beantwortet sich im Laufe des Vortrages. Und es wäre schön, wenn wir die Fragen dann wirklich am Ende des Vortrages stellen. Ich bin auch gerne bereit, am Ende des Vortrages auch zu allgemeinpolitischen Themen noch was zu sagen, zur Arbeit der Bundestagsfraktion im Bundestag. Wahrscheinlich sind hier die meisten politisch sehr interessiert. Hier werden wohl auch das eine oder andere Nichtmitglied der AfD sein. Insofern ist es ja so, dass wir unsere Reden, unsere Tätigkeit im Bundestag doch relativ öffentlich machen über die sozialen Netzwerke, über YouTube und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass der Großteil jedenfalls von euch hier gut unterrichtet ist über das, was wir im Bundestag machen. Der heutige Vortrag wird sich nicht allein über den UN-Migrationspakt verhalten, sondern ich werde etwas mehr ausschweifen, weil man muss, wenn man den UN-Migrationspakt verstehen will, auch eben andere Themen ansprechen. Ich werde darstellen, dass die Gewährung von Migration nicht einfach über uns gekommen ist, sondern dass Migration tatsächlich politisch gewollt ist, dass das Ganze Methode hat. Ich werde zum aktuellen Stand der Migration in Deutschland etwas sagen, werde dann die Begriffe Resettlement und Relocation erklären, werde dann im weiteren Verlauf auf das sogenannte Impulspapier der Migrantenverbände eingehen. Denn dieses Impulspapier, das reiht sich sozusagen in die Reihe dessen ein, was letztlich im UN-Migrationspakt mündet. Ich werde etwas zur Meinungsfreiheit, zur Pressefreiheit, auch zur Rechtsbindung des UN-Migrationspaktes sagen. Das ist ja in aller Munde und letztlich natürlich zu den Folgen, was haben wir zu erwarten, wenn dieser Migrationspakt unterschrieben wird. Der Migrationspakt heißt richtig im Englischen Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Das ist also der Migrationspakt für sichere, geordnete und reguläre, man kann auch sagen planmäßige Migration. Und dieser Migrationspakt soll am 10. und 11. Dezember in Marokko und Marrakesch von einem Großteil der UN-Mitglieder unterschrieben werden.
Vor wenigen Wochen, es sind schon Monate her. Achso, vielleicht noch ein Hinweis. Wer das Ganze etwas vertiefen möchte, also insbesondere die rechtlichen Fragestellungen zum Migrationspakt, dem kann ich die aktuelle Junge Freiheit empfehlen. Der Staatsrechter Muswig hat dort auf Seite 3 ein Interview gegeben, das ist wirklich sehr lesenswert. Da geht es also insbesondere um die Rechtsbindung des Migrationspaktes, wozu ich heute aber auch noch etwas ausführen werde. Vor wenigen Wochen in der Welt am Sonntag hat Schäuble doch eine recht erstaunliche Aussage gemacht. Er hat nämlich gesagt, wir sollten uns alle klar machen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben. Deswegen sollten wir auch nicht allzu starke Hoffnung schüren, dass wir den Großteil dieser Menschen zurückführen können. Eher sollten wir alle Kraft aufbinden, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. Diese Aussage von Wolfgang Schäuble hat mich doch sehr irritiert, denn bisher gingen wir ja davon aus, dass die zu uns kommen, die über das Asylrecht sozusagen zu uns kommen, letztlich nur hier auf Zeit bleiben dürfen. Das Asylrecht ist rechtlich auch angelegt als ein Bleiberecht auf Zeit. Nach dem, was Wolfgang Schäuble hier gesagt hat, ist es offensichtlich völlig egal, ob die hier zu uns gekommen sind, illegal über die Grenze gekommen sind oder nicht. Wolfgang Schäuble gibt zu, dass diejenigen nicht mehr gehen sollen. Da reiht sich ein eine Aussage von Ministerpräsident Daniel Günther und unserer Ministerpräsidentin Schwesig, die sich dafür stark machen wollen, auch abgelehnte Asylbewerber eine Bleibeperspektive in Deutschland zu bieten. Wer nach einem langen Asylverfahren in Deutschland die Sprache gelernt und Arbeit habe, der sollte auch bei einem gescheiterten Antrag nicht abgeschoben werden. Das ist der sogenannte Spurwechsel, der kürzlich noch in aller Munde war. Spur heißt, also Spurwechsel, von der illegalen Spur sozusagen in die legale Spur zu bringen. Und das Schlimmste ist, dass man uns den Plan der Ansiedlung kulturfremder Völker in Deutschland verkaufen möchte als eine angemessene Reaktion auf die jetzt nun plötzlich gewiss gewordene Realität. Angela Merkel hat ja auch gesagt, so jetzt sind sie ja nun mal alle da, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, meine Antwort wäre abschieben. Aber wie man sieht, ist das offensichtlich nicht gewollt. Und dass das nicht gewollt ist, dass es tatsächlich ein schon längerer Plan ist, ergibt sich aus einer Drucksache in der Hamburger Bürgerschaft. Dort wurde ein sogenanntes dreistufiges Phasenmodell beantragt, in dem es also darum geht, drei Phasen, dass die Migranten drei Phasen durchlaufen sollen, bis sie vollständig integriert sind. Die erste Phase soll die sogenannte Ankommensphase sein, erste bis vierte Woche, da sollen sie sich also so ein bisschen orientieren und über die nächsten Schritte des Asylverfahrens aufgeklärt werden. Die zweite Phase, Erstintegration bis zu 3 Jahren, mit der Befähigung, dann den Alltag hier in Deutschland zu bewältigen. Das heißt also Sprachförderungsangebote, auch Schulpflicht und ein zeitnaher Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Und schließlich die dritte Phase, die sogenannte Etablierungsphase, ab 3 Jahre bis zur Einbürgerung. Ja, also da sieht man schon, dass es hier also nicht mehr um ein Bleiberecht auf Zeit geht, sondern die Migranten, die hergekommen sind, sondern nachhaltigen und gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen haben. Wir sehen hier, dass überhaupt gar keine Rede mehr von Rückführung ist und von Verlassen der Asylanten wieder zurück ins Heimatland. Wo stehen wir heute? Wir stehen heute da, dass wir insgesamt ungefähr 1,5 Millionen Flüchtlinge seit 2015 haben. Allein in 15, 16 und 17 wurden mehr als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland eingelassen. Tatsächlich registriert wurden 2015 1,1 Millionen ungefähr. Das Bundesministerium des Inneren rechnet das immer noch ein Stück weit runter. Ich weiß nicht warum. 2016 dann 320.000 Zugänge und im Jahr 2017 waren es knapp 200 Zugänge. Und man muss natürlich wissen, dass es sich hierbei nur um die registrierten Flüchtlinge handelt. Wir haben hier natürlich auch noch eine sehr hohe Dunkelziffer, denn wir haben offene Grenzen. Und über diese offenen Grenzen kommen die Menschen und diejenigen, die sich nicht registrieren lassen,
die sind halt nicht registriert worden, befinden sich also nicht darunter, sondern schwirren irgendwo in Deutschland oder in Europa rum. Von diesen ungefähr 1,5 Millionen, die zugewandert sind, sind über 80% unter 35 und mehrheitlich Männer. In Deutschland leben heute bereits etwa 18,6 Millionen Menschen mit Migrationsgrund und das entspricht in Deutschland einem Bevölkerungsanteil von 22,5%. Ich sage das deshalb so deutlich, weil das nachher noch einmal eine Rolle spielt. Also behaltet das bitte im Kopf. Ungefähr gut ein Fünftel der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Resettlement und Relocation. Diese beiden Begriffe hat bestimmt jeder schon mal gehört. Beim Resettlement handelt es sich um die sogenannte Umsiedlung, also der Transfer von Flüchtlingen aus dem Ausland, aus Asylherkunftsstaaten in ein Drittland, das sich zur Aufnahme bereit erklärt. Und im Rahmen des Resettlements, was also ein UN-Programm ist, verpflichten sich die Aufnahmeländer, die betreffenden Menschen rechtlich und faktisch zu schützen und sie in den Genuss von weitestgehend gleichen zivilen, politischen, sozialen und kulturellen Rechten zu bringen wie die Deutschen. Man muss wissen, die Begriffe Resettlement und Relocation, die bestehen schon eine ganze Weile. Im Bundestagswahlprogramm der CDU gab es diese beiden Begriffe bereits. Dort wurde also schon gesagt, dass man Resettlement und Relocation betreiben will. Allerdings wurde dort die Argumentation, die auch heute immer wieder gefahren wird, gesagt, dass man mit diesem Resettlement die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen wollen, will, eigentlich niedrig halten will. Das ist natürlich letztlich eine Lüge und eine Verschleierungstaktik. Und nachdem sich die Große Koalition ja ungefähr ein halbes Jahr nach der Wahl zusammengefunden hat, haben auch befinden sich diese beiden Begriffe Resettlement und Relocation auch im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Deutschland nimmt seit 2003 an dem sogenannten Resettlement-Programm teil. Bis 2014 wurden zunächst jährlich lediglich 300 über das Resettlement-Programm aufgenommen. Im Dezember 2014 gab es dann eine Innenministerkonferenz, die entschieden hat, 500 Personen jährlich aufzunehmen. Und in den Jahren 2016 und 2017 wurde dann die Höhe der über das Resettlement-Programm aufzunehmenden auf 800 erhöht. Im April 2018 hat Innenminister Seehofer dann angekündigt, dass künftig, also jedenfalls für die nächsten zwei Jahre, mehr als 10.000 Flüchtlinge aufgenommen werden sollen. Das sollen primär Syrer sein, die aus Italien kommen. Beworben wird das Ganze, indem man also sagt, naja, das Resettlement ist ja sozusagen eine geordnete Migration. Damit verhindert man den beschwerlichen, oft auch lebensbedrohlichen Weg der Migranten. Man versucht das also sozusagen als Humanität letztlich zu verkaufen. Eigens für dieses Resettlement-Programm wurde im Aufenthaltsgesetz ein weiterer Paragraph eingeführt. Der Paragraph 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes besagt, das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestimmten für eine Neuansiedlung ausgewählten Schutzsuchenden eine Aufnahmezusage erteilt. Dieses Resettlement-Programm war auch zunächst angelegt auf lediglich drei Jahre. Inzwischen wissen wir aber, dass es hier nicht mehr nur um ein, wie gesagt, zeitlich begrenztes Aufenthaltsrecht geht, sondern dass hier tatsächlich eine dauerhafte Umsiedlung, insbesondere nach Deutschland, der Fall sein soll. In diesem Zusammenhang muss man wissen, dass allein in Nordafrika und am Horn von Afrika ungefähr 200.000 Menschen auf das Resettlement-Programm der EU angewiesen sind. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass das Resettlement-Programm nichts mit der Asylkrise an sich zu tun hat, sondern diese Resettlement-Flüchtlinge, die kommen sozusagen obendrauf auf diejenigen, die sowieso zu uns kommen.
Relocation, der zweite Begriff, der immer wieder auftaucht, ist die Umsiedlung von schutzbedürftigen Personen innerhalb der EU. Man will also mit der Relocation einzelne Mitgliedstaaten der EU entlasten. Dass das alles nicht funktioniert, das wissen wir inzwischen auch, weil eben viele Länder sich schlichtweg weigern, im Rahmen der Relocation tatsächlich Flüchtlinge aufzunehmen. Im Jahre 2015 waren es ungefähr 160.000 aus Griechenland, Italien und Ungarn, die im Rahmen des Relocation-Programms umgesiedelt werden sollten. Ungarn hat dann verzichtet auf die 54.000, die in Ungarn vorhanden waren. Die durften also sozusagen in Ungarn bleiben. Was hat man gemacht? Man hat etwa nicht die 160.000 um die 54 reduziert, sondern man hat zusätzlich nochmal aufgrund dieses Umverteilungsverzichtes von Ungarn nochmal zusätzlich 54.000 aus der Türkei hinzugeholt. Deutschland hat von diesen 160.000 knapp 30.000 Flüchtlinge seit September 2016 aufgenommen und nimmt kontinuierlich weiterhin jeden Monat 500 auf. Jetzt möchte ich einen kleinen Schwenk machen, bevor wir nachher zum UN-Migrationspakt kommen, und zwar auf das sogenannte Impulspapier der Migrantenverbände. Die Migrantenverbände ist ein Zusammenschluss von Migrantenvereinen, von mehreren Migrantenverbänden, nicht nur muslimischen, sondern auch Verbänden anderer Migranten, die hier in Deutschland Fuß fassen. Und dieses Impulspapier der Migrantenverbände beinhaltet fordert eine umfängliche, gleichberechtigte Teilhabe und Umgestaltung Deutschlands. Dieses Migrantenpapier wurde auf dem Integrationsgipfel der Bundesregierung 2016 vorgestellt und das Familienministerium hat sich dieses Grundsatzpapier bereits zu eigen gemacht. Das heißt, politische Grundlage der Politik der Bundesregierung ist auch dieses Impuls der Migrantenverbände. Im gesamten Impulspapier ist nicht mehr die Rede davon, dass Integration stattfinden soll, sondern man sieht dort nur noch das Wort interkulturelle Öffnung. Wenn man sich das Impulspapier der Migrantenverbände insgesamt mal anschaut, dann muss man sagen, dass die Forderungen aus diesem Impulspapier letztlich darauf hinauslaufen, dass das alte Deutschland, so wie wir es kennen, mit seiner Kultur, mit seinen Sitten, mit seiner Sprache, als prägende Elemente unserer Kultur letztlich so nicht mehr gewollt ist, das soll tatsächlich abgeschafft werden. Das wird die Folge sein, wenn dieses Impulspapier tatsächlich weiterhin Eingang in die Politik der Bundesregierung findet. Es geht hier also nicht mehr um Integration, sondern es geht nicht mehr um Assimilation in die Gesellschaft, der Fremden in die hiesige Gesellschaft, sondern es geht letztlich um interkulturelle Öffnung. Das Ziel ist, eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft zu schaffen, das sich als Ziel gesetzt hat, die sogenannte Vielfalt als gelebte Grundüberzeugung in Organisationen und Institutionen zu vereinigen. Menschen mit Einwanderungsgeschichte sollen also künftig gemäß ihrem Bevölkerungsanteil, und deswegen habe ich vorhin von dem ein Fünftel gesprochen, gemäß ihrem Bevölkerungsanteil sollen Menschen mit Migrationshintergrund künftig in Entscheidungsprozesse eingeschlossen werden. Das Ganze nennt man gleichberechtigte Teilhabe. Das Migrationspapier geht davon aus, dass es dann auch keinen Unterschied mehr machen darf, ob es sich um deutsche Staatsbürger oder lediglich um Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft handelt. Mit dem geht einher, Sie kennen das alle, was Angela Merkel mal gesagt hat, für sie existiert kein Volk mehr, es gibt für sie nur noch eine Bevölkerung. Genau darauf zielt das ab. Alle diejenigen, die in Deutschland wohnen, seien die Bevölkerung und auf deren Willen soll es ankommen. In dem gesamten Pamphlet des Impulspapiers ist nicht einmal das Wort Deutsch enthalten. Es gibt dort lediglich Forderungen an Deutschland. Kein Wort darüber steht, wie Zuwanderer sich selbst in diese Gesellschaft einbringen sollen. Es ist tatsächlich ein Forderungspapier. Wie sehen die einzelnen Forderungen aus?
Erste Forderung, Vielfalt und Teilhabe als grundlegende, gelebte Grundüberzeugung. Das bedeutet, dass der Staat und die Gesellschaft im Sinne einer Multikulturalisierung neu ausgerichtet werden soll und Deutschland im Wege von Verfassungs- und Gesetzesänderungen zum Multikulti-Staat ohne typisch deutsche Prägung umgebaut werden soll. Weitere Forderungen: Teilhabe an der interkulturellen Öffnung. Damit ist gewollt, dass eine sogenannte Vielfaltslobby geschafft wird, dass Migrantenorganisationen eingebunden werden sollen in den Prozess einer sogenannten interkulturellen Öffnung, dass sie in Organisationen eingebunden werden sollen. Migrantenorganisationen sollen also entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung oder auf die Umgestaltung Deutschlands haben. Was ist damit bezweckt? Migranten und Migrantenorganisationen sollen so schnell wie möglich in Entscheidungspositionen, in Gestaltungspositionen geraten. Und wenn sie dann dort sind, dann werden sie natürlich auch finanziell unterstützt werden. Dritte Forderung, gleichberechtigte Teilhabe in Entscheidungsfunktionen. Ich habe das gerade eben schon mal angeschnitten. Damit ist gewollt, dass also der Anteil an Flüchtlingen, so steht es im Übrigen im Papier, das heißt, wir reden gar nicht mehr über berechtigte Asylbewerber oder über legal hier Aufenthältige, sondern wir reden nur über Flüchtlinge. Das Impulspapier spricht nur noch von Flüchtlingen und der Anteil an Flüchtlingen in der Bevölkerung soll in Entscheidungspositionen, in Verbänden, in Vereinen, in Parteien und in der öffentlichen Verwaltung gebracht werden. Es soll also letztlich eine relativ hohe Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund in Leitungs- und Entscheidungspositionen erfolgen. Das soll unter anderem dadurch passieren, dass man eine sogenannte Migrantenquote einführt. Wir kennen das alle von der Frauenquote. Es wird ja gerade bei den DAX-Unternehmen gibt es ja diese Frauenquote inzwischen, dass eben nur noch Frauen in Verwaltung und Aufsichtsräte bzw. in Vorständen entsprechend der dort eingeführten Quote gewählt werden sollen. Es soll für diese Migrantenquote sollen es aktive Anwerbungskampagnen geben und Bewerbungsverfahren für solche Positionen sollen künftig anonymisiert werden. Man soll also aus den Bewerbungsunterlagen nicht mehr sehen, ob das jemand mit Migrationshintergrund ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Man muss ja seinen Geburtsort angeben beispielsweise, man muss seinen Namen angeben beispielsweise. Man muss natürlich sagen, im Lebenslauf, wo man aufgewachsen ist. Das soll offensichtlich alles anonymisiert werden, sodass man letztlich als Entscheidungsträger gar nicht mehr weiß, ist das sozusagen ein autochthoner Deutscher, oder ist das eben einer mit Migrationshintergrund. Und was an dem Impulspapier sehr bedenklich ist, ist, dass dieses Impulspapier der Migrantenverbände anprangert, dass im Bundestag zu wenige, also wenn man das Verhältnis der Bevölkerungsanteile sieht, zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund sitzen. Und daran erkennt man das Demokratieverständnis oder ich sag mal das mangelnde Demokratieverständnis der Migrantenverbände. Wenn tatsächlich gefordert wird, dass es auch im Bundestag eine Quote gibt, dann müsste unser gesamtes demokratisches Wahlrecht umgebaut werden. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, ob dann nur noch, wenn sozusagen die deutsche Quote voll ist, dann nur noch Migranten in den Bundestag gewählt werden können. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das tatsächlich etwas, was das Impulspapier anprangert. Nicht zuletzt will das Impulspapier der Migrantenverbände auch, dass die Migranten eine Teilhabe bei Leistungen haben. Wenn wir von Leistungen sprechen, heißt das nicht, dass die Migranten leisten sollen, sondern heißt es letztlich, dass es hier im Großen und Ganzen um Leistungen des Staates geht. Also letztlich um Sozialleistungen. Dafür, so jedenfalls das Impulspapier, sollen öffentliche und andere Organisationen Ratgeber und so weiter und Homepages in diversen Sprachen erstellen. Wenn man das tut, dann wird man letztlich dazu kommen, dass irgendwann Deutsch als Amtssprache abgeschafft wird.
Die Vertiefung der Muttersprache der Migranten soll an den Schulen erfolgen. Auch das sehen wir ja schon teilweise, dass Sprachen, die wir bisher nicht in den Schulen, die unsere Kinder bisher nicht in den Schulen gelernt haben, inzwischen dort jetzt angeboten werden. Damit stellen sich eigentlich die Forderer von den Migrantenverbänden selber ad absurdum, denn bisher wurde immer gesagt, das Erlernen der deutschen Sprache ist eigentlich die Grundlage, dass überhaupt Integration stattfinden kann. Hieran sieht man, wenn nicht mehr Deutsch gelernt werden soll, dass Integration tatsächlich gar nicht gewollt ist. Bei Krankenkassen und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge soll es künftig Mehrsprachigkeiten geben. Das heißt, Migranten, die zum Amt gehen, sollen nach dem Impulspapier künftig einen Anspruch auf Dolmetscher haben. Müssen also sich also nicht mehr Deutsch Und was das letztlich heißt, also nicht nur die Frage, wer bezahlt eigentlich diese Dolmetscher, sicher nicht diejenigen, die Dolmetscherdienste brauchen, sondern letztlich werden wir als Einheimische das bezahlen müssen. Man sieht also hieran tatsächlich, dass eine Integration, wie wir sie uns immer vorgestellt haben, wie sie uns immer vorgespiegelt wurde, tatsächlich nicht mehr stattfinden soll. Womit wir jetzt beim UN-Migrationspakt sind. Ich habe diesen UN-Migrationspakt als Dolchstoß, als Ende der Nationen bezeichnet. Warum ich der Ansicht bin, dass das so ist, wird sich im Laufe des Vortrages hier noch klären. Dieser Migrationspakt wird letztlich ein Katalysator der bereits begonnenen Umwälzung in Deutschland sein. Alle, die etwas anderes erzählen, lügen, entweder unbewusst oder bewusst. Ich glaube, es ist jedem klar, dass wenn man über einen UN-Migrationspakt den Zugang in die westlichen Demokratien, in die westlichen Länder, in die Sozialstaaten zulässt, dass das quasi wie ein Magnet wirken wird. Man muss, wenn man den Migrationspakt verstehen will, so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Der Migrationspakt ist von langer Hand vorbereitet. Auch wenn wir erst gerade jetzt, kurz vor der Unterzeichnung von diesem Migrationspakt hören, dann muss man wissen, dass bereits im Jahre, das ist bereits im Jahre 2000 eine UN-Studie gab, in der von sogenannter Bestandserhaltungsmigration die Rede war, wo Bestandserhaltungsmigration gefordert wurde. Was ist Bestandserhaltungsmigration? Wir alle kennen unseren kranken Demografiebaum. Wir wissen, dass wir Deutschen, wenn wir so weitermachen, irgendwann aussterben. Nicht umsonst fordern wir als AfD die Drei-Kind-Familie. Dieser Mangel sozusagen an Nachwuchs, der soll nach Ansicht der UN gerade in den westlichen Ländern durch sogenannte Bestandserhaltungsmigration gestoppt werden. Es soll also ein Auffüllen mit Fremden in den westlichen Ländern stattfinden. Und bereits im Jahre 2008 hat der Daily Express einen Plan von Brüsseler Ökonomen vorgestellt, der besagt, dass die EU in den nächsten Jahrzehnten etwa 56 Millionen Migranten nach Europa holen sollte. Ein Plan von Brüsseler Ökonomen. Wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann wissen wir, dass es hier nicht um Humanität geht, sondern dass es hier um ökonomische, dass es hier um wirtschaftliche Gründe geht. Die internationale Organisation für Migration, die sogenannte IOM, das ist also eine Unterorganisation des UNHCR, die mit relativ viel Geld gefüttert wird, ein eigenes Finanzzentrum unterhält und die ganz aktiv, schon fast im Sinne einer Asylindustrie, den Migranten, den Aus- und Umsiedlungswilligen Migranten dabei hilft, Flugtickets beispielsweise zu besorgen, auf Fluchtrouten hilft, dort eben weiterzukommen. Und man versucht immer, uns Migration als Humanität zu verkaufen. Tatsächlich, wenn man sich das also alles ansieht, dann weiß man, dass es hier nicht um Humanität, sondern dass es hier
Das hat natürlich letztlich nichts genützt. Man wollte offensichtlich die Unterzeichnung dieses Migrationspaktes offensichtlich unter der Decke halten. Wie sonst ist es zu erklären, dass über die gesamten Jahre seit dem Jahr 2000 darüber weder in den Medien noch im Bundestag oder sonst wo debattiert wurde? Und das ist die Politik der Altpartei. Das ist das, was, Jean-Claude Juncker ja bereits Anfang der 2000er, war es 99 oder 2000, ich weiß es nicht mehr, gesagt hat. Ihr alle kennt den Spruch von Jean-Claude Juncker. Wir machen etwas, stellen etwas in den Raum, warten dann ab, was passiert. Wenn nichts passiert, dann machen wir weiter Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist offensichtlich die europäische Politik, die betrieben wurde, seitdem es die EU gibt. Und dem müssen wir dringend einen Riegel vorschieben. Wir glauben als AfD, dass es Aufgabe der Politik ist, das Volk mit einzubinden, das Volk aufzuklären, die unterschiedlichen Positionen darzustellen. Und das ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern es ist natürlich auch Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien, die leider von der Politik gelenkt werden, wir wissen es alle. Und das hat schlichtweg nicht stattgefunden. Erst nachdem wir als AfD jetzt in den Bundestag eingezogen sind, wurde dieser Migrationspakt überhaupt thematisiert. Am 13. Juli 2018 wurde dann die Endfassung des 34-seitigen Papiers, ich habe es hier auch mitgebracht, falls einer mal reinlesen möchte, verabschiedet. Und von damals 193 Staaten haben 192 diese Endfassung zunächst mal gebilligt. Also noch nicht unterzeichnet, sondern zunächst mal gebilligt. Allein die USA hat gesagt, nein, wir tragen diese Endfassung so nicht mit, weil die Art der Migration, die Art der Forderungen, die hier erhoben werden, gegen unsere nationale Souveränität verstößt. Deswegen hat die USA das nicht mitgetragen. Die anderen 192 Mitgliedstaaten haben offensichtlich bis dahin noch gar nicht richtig reingelesen. Denn am 18. Juli hat Ungarn dann erklärt, dass sie sich aus dem Migrationspakt zurückziehen. So, am 10. und 11. Dezember soll das also in Marrakesch unterzeichnet werden, definitiv nicht bezeichnet werden, die USA und Ungarn, inzwischen hat auch Australien Ende Juli gesagt, nein, das machen wir nicht mit, Österreich, wir wissen es alle, erst dann kam ja auch der Hype sozusagen mit dem Migrationspakt hoch. Auch Österreich hat auf Drängen der FPÖ erreicht, dass eben auch die ÖVP in Österreich mitzieht und letztlich dem Pakt nicht beitreten werden. Kroatien hat inzwischen seinen Nichtbeitritt angekündigt, in der Schweiz wird die Nichtunterzeichnung auch diskutiert und Dänemark, Tschechien, Polen, Slowenien distanzieren sich inzwischen auch und prüfen eine Nichtunterzeichnung. Bulgarien jetzt inzwischen, ja, also meine Folie ist schon wieder 3 Tage alt, also da kommen immer mehr zu und was also wirklich sehr bemerkenswert ist, dass auch Israel inzwischen gesagt hat, das machen wir nicht mit. Ich weiß nicht, wer es auf Facebook in den sozialen Medien gesehen hat, als wir in der letzten Woche den Migrationspakt nochmal im Rahmen eines Antrages, der von der AfD kam, im Bundestag diskutiert haben, sind die von den Grünen und von der SPD ausgeflippt. Man hat uns Antisemitismus vorgeworfen. Ich weiß gar nicht, was der Migrationspakt mit Antisemitismus zu tun hat. Aber unser Abgeordneter Martin Ebner, der die Rede dazu gehalten hat, hat gut reagiert und hat sozusagen erwidert, ja Leute, ihr wisst offensichtlich nicht, dass selbst Israel diesen Pakt nicht unterzeichnet hat. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Wir haben uns haben mehr oder weniger totgelacht dann wegen dieser Argumentation. Und Israel, wohlgemerkt, bezeichnet diesen Pakt als Pakt der Wölfe. Deutlicher geht es eigentlich nicht. Insofern wäre es natürlich schön, wenn auf Drängen der AfD auch Deutschland diesen Pakt nicht mitzeichnen wird. Aber ich glaube, egal wie der CDU-Parteitag am 7., glaube ich, ist er am 7. Dezember ausgeht, ob nun wirklich Merz oder Spahn gewählt wird, den man ja immer Konservatismus nachsagt,
Die CDU, die CSU werden diesen Pakt mitzeichnen, denn viele Konservative, auch aus konservativen Kreisen der CDU, haben sich für diesen Pakt ausgesprochen. Und mich freut das nicht besonders, dass die das tun, denn mich würde viel mehr freuen, wenn die Konservativen in der CDU sich gegen diesen Pakt stellen werden. Letztlich ist das aber Wasser auf unsere Mühlen. Wir brauchen nicht glauben, dass die CDU, egal wer dort am 7.12. gewählt wird, tatsächlich wieder eine konservative, erst recht keine patriotische, erst recht keine freiheitliche Partei wird. Auch mein Gegenkandidat, der junge Philipp Amthor, der Ihnen ja bestimmt allen was sagt, der hat sich dafür ausgesprochen, diesen Pakt mitzuzeichnen. Ja, das ist so ein bisschen Schadenfreude bei mir. Unmittelbar davor habe ich eine Umfrage für meinen Wahlkreis gesehen, in dem die Erststimmenprognose für die AfD inzwischen positiv ist. Also wenn heute Wahlen sein würden, würden wir wohl das Direktmandat in meinem Wahlkreis 16 gewinnen. So, was ist der Inhalt des Paktes? Der Pakt hat insgesamt 23 Ziele auf einer DIN A4-Seite, die sind wirklich durchnummeriert, 1 bis 23. Bei vielen Zielen kann man sogar mitgehen. Wenn man nämlich beispielsweise liest, dass man den Herkunftsstaaten, den Entwicklungsländern mehr Hilfe zukommen lassen will, beispielsweise, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber der Großteil der Forderungen, die dort drin stehen, die lassen letztlich die Vermutung zu oder vielleicht sogar die sichere Annahme, dass dieser Migrationspakt eben nicht dafür gemacht wurde, Migration zu verhindern, sondern Migration zu beschleunigen, denn man will reguläre Migrationswege schaffen. Inzwischen gibt es nur einen regulären Migrationsweg, das ist der über das Asyl. Man kann natürlich auch Wirtschaftsmigrant sein, indem man sich vorher in Deutschland um Arbeit bemüht. Und man kommt, wenn man in Deutschland tatsächlich eine Arbeitsstelle gefunden hat, kommt man auch heute schon nach Deutschland. Also eigentlich gibt es zwei legale Wege, alles andere ist illegal. Was mit regulärer Migration gemeint ist, ist, dass man tatsächlich Wege schaffen will, um illegale Migration zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass Illegale sozusagen außen vor gehalten werden sollen. Nein, man will die Illegalität legal machen. Ja, damit verhindert man natürlich auch Illegalität, wenn man sagt, eigentlich gibt es gar keine illegale Migration mehr, es gibt nur noch legale Migration. Ja, dann haben wir die illegale Migration abgeschafft. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ja? Und das wird von der CDU so, von der CDU-CSU so nie gesagt. So, also 23 Ziele für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, das so ein bisschen in Blöcke aufzuteilen. Also wir haben gesagt, also zunächst mal gibt es Forderungen, die unmittelbar migrationsbezogenen Inhalt haben. Dann gibt es Maßnahmen zur Umerziehung der Gesellschaft und zur Verhinderung von Kritik. Und nicht zuletzt geht es darum, die systemgelenkte Berichterstattung von Medien sicherzustellen. Das sind sozusagen drei große Blöcke, die man in diesen 23 Zielen wiederfindet. Und dazu möchte ich kurz was ausführen. Na, jetzt. Unmittelbar migrationsbezogene Inhalte. Worum geht es da? Es geht letztlich darum, dass die Migranten, die zu uns kommen, erfasst werden sollen. Liebe Freunde, das sollten Sie bisher auch. Das hat gar nicht funktioniert. Wie soll es auch funktionieren bei offenen Grenzen? Wir wissen doch gar nicht, ob die über die Grenze kommen, ob die sich tatsächlich überhaupt erfassen lassen, ob die sich überhaupt melden bei irgendwelchen Ämtern. Ja. Also das ist ein Wolkenkuckucksheim, was hier aufgemacht wird. Man will jetzt Ausweisdokumente ausstellen, für die keine mehr haben, um eine Staatenlosigkeit zu verhindern. Ich frage mich, wie das gehen soll, auf welche Angaben will man sich denn da eigentlich verlassen und wie prüft man eigentlich den Wahrheitsgehalt? Ihr alle wisst ja, dass es inzwischen Migranten mit mehr als 20 Identitäten gibt. Das wird es dann künftig auch geben, aber dann eben mit in Deutschland ausgestellten
Ausweispapier. Es soll die Arbeitsmobilität gefördert werden. Auch hier haben wir wieder den ökonomischen, den wirtschaftlichen Aspekt. Es soll nämlich eine Eingliederung der Migranten, eine verschärfte Eingliederung der Migranten in den Arbeitsmarkt stattfinden. Und nicht zuletzt soll es auch eine Erleichterung der Familienzusammenführung geben. Das heißt, wenn ich mal sozusagen über den UN-Migrationspakt nach Deutschland gekommen bin, dann werde ich wohl auch erleichtert meine Familie nachholen dürfen. Es soll eine Vorhaltung des Zugangs für Migranten zu grundlegenden sozialen, ich stelle das mal ein Stück rüber. Also zu grundlegenden sozialen Leistungen, Gesundheitsvorsorge, Bildung und sozialen Schutz ergeben. Man muss dazu sagen, dass die Begriffe Arbeitsmarkt und Arbeitsmobilität immer wieder in diesem UN-Migrationspakt auftauchen, sodass tatsächlich die Vermutung naheliegt, dass es hier eigentlich wirklich nur darum geht, für die Unternehmen Arbeitskräfte zu beschaffen. Das kann man ja gutheißen, wenn man das möchte. Nur, wenn wir Migranten zu uns holen, die hier arbeiten sollen, dann muss man gucken, wie sind die ausgebildet? Haben die überhaupt eine Ausbildung? Wie sind deren sprachliche Qualität? Sind die tatsächlich integrationsfähig oder nicht? Und man muss natürlich bedenken, dass wir doch an der Schwelle einer Digitalisierung stehen. Und wenn wir davon reden, dass die Digitalisierung in der Wirtschaft letztlich dazu führt, dass Arbeitsplätze wegfallen, wir also weniger Arbeitsplätze in Deutschland haben werden, dann frage ich mich, warum dann noch Migranten zu uns kommen sollen. Wir hätten die große Chance, ohne Migranten unsere Wirtschaft so zu digitalisieren, so zu erneuern, Innovationen anzugehen, einen Technologiefortschritt zu machen, dass wir letztlich auch wahrscheinlich ohne Migranten auskommen können. Unser Lebensstandard würde wahrscheinlich noch höher gehen, man müsste irgendwann über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, weil eben Wirtschaftskraft, weil Werte künftig durch beispielsweise künstliche Intelligenz geschaffen werden. Wir brauchen diese Migranten hier eigentlich nicht, wenn wir Digitalisierung, wenn wir technologischen Fortschritt und Innovation tatsächlich ernst nehmen würden. Ökonomische Gründe. In Maßnahme D zu Ziel 6 spricht man deshalb auch ausdrücklich von internationaler Rekrutierung von Arbeitskräften. Also, ich will es nochmal sagen, hier geht es letztlich nicht um Humanität, es geht hier um Wirtschaft. Es geht hier um Schaffung von Humankapital in Deutschland. Mit dem UN-Migrationspakt soll, so steht es jedenfalls drin, Sicherheit gewahrt werden und reguläre grenzüberschreitende Bewegungen soll erleichtert werden unter Beachtung der Menschenrechte. Auch das Wort Menschenrechte in Verbindung mit Migration liest man immer wieder im UN-Migrationspakt. Der Weg geht wohl dahin, dass man Migration zum Menschenrecht erheben will. Komme ich nachher noch. Und zwar Menschenrecht unabhängig vom Migrationsstatus. Kern des Paktes ist also die Gleichstellung aller Migranten, und zwar egal welcher Art, unabhängig von ihrem legalen Status, eine Gleichstellung mit echten Flüchtlingen, die tatsächlich einen Schutzstatus genießen. In Punkt 11 des Paktes gibt es eine Feststellung, dass sich die unterzeichnenden Mitgliedstaaten dessen bewusst sind, dass wir, also die Unterzeichner, der übergeordneten Verpflichtung unterliegen, Menschenrechte allen Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Da steht es nochmal ausdrücklich drin. Unabhängig von ihrem Migrationsstatus, Menschenrechte. Die Folge wäre, dass künftig Staaten nach den neuen UN-Richtlinien dann gegen Menschenrechte verstoßen würden, wenn sie illegale Einwanderer ausweisen würden oder illegale Grenzübertritte unter Strafe stellen würden.
weil es eben keine illegale Migration mehr gibt, weil Migration ein Menschenrecht werden soll, darf man nicht mehr zurückweisen. Und für dieses Recht auf Migration soll nach den UN-Regeln schon ausreichen Ernährungsunsicherheit, Armut oder die Folgen des Klimawandels. Ja. Also, wenn es mir in Afrika zu heiß wird aufgrund der Erderwärmung, dann ziehe ich in den kühlen Norden, weil ich darf es ja. Ich habe das Menschenrecht, künftig im kühlen Norden zu wohnen. Es gilt natürlich, liebe Freunde, auch umgedreht. Ja? Also wem es hier oben zu kalt ist, der kann auch gerne nach Afrika in eine Lebenshütte ziehen, wenn er das möchte. Ich glaube, das wollen die wenigsten. Das heißt, was mit diesem Pakt tatsächlich bezweckt ist, ist tatsächlich Menschen aus armen Regionen, armutsgefährdete Menschen, Ernährungsunsicherheit und Armut. Wenn man da runterfällt, dann darf man migrieren. Dann darf man in reichere Länder migrieren. Und damit wird natürlich der Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen, insbesondere der Weststaaten, letztlich gefördert. Und zur Absicherung soll das Ganze auch noch Folgendes bedeuten, nämlich einen Übergang von einem Migrationsstatus in einen anderen Migrationsstatus soll erleichtert werden. Das heißt also, wenn ich bisher sozusagen illegaler Migrant war, dann kann ich jetzt sagen, jetzt bin ich Flüchtling. Und weil ich Flüchtling bin, bin ich Migrant mit einem ausgestatteten Menschenrecht auf Migration. Also, und so auch nochmal ausdrücklich, Migranten mit irregulärem Status soll Zugang zu individueller Prüfung gewährt werden, die zu einem regulären Status führen kann. Maßnahme A und I in Ziel 7 des UN-Migrationspaktes. Also das ist alles nicht ausgedacht, das sind auch alles keine Lügen, was ich hier euch heute erzähle. Das steht da ausdrücklich drin. Vom irregulären Status in einen regulären Status. Ja, damit soll sozusagen eine vollständige Inklusion der Migranten geschaffen werden. Sie sollen aktive Mitglieder der Gesellschaft werden und alle Ungleichheiten, so steht es in Punkt 13 des Paktes, sollen beseitigt werden. Bereitstellung von Hilfen aus rein humanitären Gründen sollen nach Ziel 8 des Paktes nicht mehr als rechtswidrig erachtet werden. Ich will es nochmal vorlesen. Hilfen aus rein humanitären Gründen dürfen nicht mehr als rechtswidrig erachtet werden. Was heißt das? Schiffe, die Ertrinkende aus dem Mittelmeer holen und damit in Italien, Spanien, wo auch immer anlegen wollen, das ist, wie wir in Italien ja gesehen haben, es gibt ja inzwischen Strafverfahren gegen die Schiffseigner, das ist strafbar. Ja, das ist Schlepperbeihilfe. Und wenn wir das Ziel 8 dieses Paktes ansehen, dann machen die das ja nur aus humanitären Gründen. Das heißt, das darf dann nicht mehr rechtswidrig sein. Das steht ausdrücklich in Ziel 8 drinnen. Ablaufen. Zweiter Themenkomplex. Maßnahmen zur Überziehung der Gesellschaft und zur Verhinderung der Kritik. Ich habe vorhin schon beim Impulspapier der Migrantenverbände darüber gesprochen, dass Migration künftig nur noch positiv vermittelt werden soll. Kritikern von Migration wird oder soll der Mund verboten werden. Man möchte das Bild der Migration in der Öffentlichkeit quasi umformen, sodass die Gesellschaft die Migration eben nur noch als gewinnbringend ansieht. In Punkt 10 des Paktes steht dazu ausdrücklich drin, wir müssen außerdem allen unseren Bürgern objektive, faktengestützte, da fehlt ein E, und klare Informationen über die Vorteile und Herausforderungen der Migration vermitteln, um irreführende Narrative. Narrative sind also, wie soll ich sagen, das sind
Geschichten, die sich einer ausdenkt. Also ein Narrativ hat mit der Wirklichkeit an sich nichts zu tun. Deswegen irreführende Narrative. Also alles, was dem nicht entspricht, ist ein irreführendes Narrativ. Die zu einer negativen Wahrnehmung von Migranten führen, will man zerstreuen. Wir dürfen künftig nur noch positiv über Migration denken. Wenn wir das nicht tun, dann gilt es nach Punkt 10 des Paktes, das zu zerstreuen. Diese Botschaft soll an alle sozusagen verbreitet werden und eben andere Auffassungen oder Ängste über die Migration sollen eben nicht mehr diskutiert, sondern zerstreut werden. Es soll also kein Ergebnis offener Diskurs mehr stattfinden über die Thematik der Migration, sondern es gibt bereits feststehende Wahrheiten. Migration ist gut, Migration ist zu fördern, Migration ist für alle gut. Dementsprechend unter Punkt 8, wir erkennen an, dass Migration eine Quelle von Wohlstand, Innovation und nachhaltiger Entwicklung in unserer globalisierten Welt ist. Das erkennen die Mitgliedstaaten, die das unterschreiben, an. Ja, also auch Deutschland. Migrationsintolerante sollen der staatlichen Verfolgung ausgesetzt werden, Kritiker kriminalisiert werden. Und dazu gibt es bereits in Punkt 9 des Berichts des UN-Generalsekretärs von Januar 2018 folgende Ausführung. Wir müssen leider, ich muss das vorlesen, weil wenn ich es erzähle, glaubt es ja keiner. Also das steht da wörtlich drin. Ja? Wir müssen leider feststellen, dass fremdenfeindliche, da haben wir das Wort wieder, fremdenfeindliche politische Narrative über Migration heute zu weit verbreitet sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese unsere Agenda verzerren. Fortschritte bei der Lösung der realen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration bedeuten unter anderem alarmistische Fehldarstellungen, also immer dieser negative Duktus, immer wenn es um Kritik geht, alarmistische Fehldarstellungen ihrer Auswirkungen zu beseitigen, / zu verbannen. Was heißt eigentlich zu verbannen? Das heißt, wohl unter Strafe zu stellen. Die politischen Führer, das wusste ich, aber passt ja eigentlich, die politischen Führer müssen die Verantwortung dafür unternehmen, die nationalen Diskurse zu diesem Thema und politische Reformen neu auszurichten. Das heißt also, anderslautende politische Auffassungen über die Migration sollen als fremdenfeindlich gebrandmarkt werden und solche verzerrende Panikmachung soll quasi durch die Staatsmacht ausgebremst und ausgemerzt werden. Wir haben gerade gesagt, das steht im Bericht des UN-Generalsekretärs. Man findet das aber auch im Ziel 17 des UN-Migrationspaktes wieder. Wir verpflichten uns, wir Mitgliedstaaten, verpflichten uns im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen, da haben wir wieder Menschenrecht, alle Formen der Diskriminierung zu beseitigen und Äußerungen, Handlungen und Ausprägungen von Rassismus, also nicht mehr nur Rassismus an sich, sondern auch Ausprägungen von Rassismus. Ich sage dazu gleich noch was. Rassendiskriminierung, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz. Also schon Intoleranz soll sozusagen bekämpft werden. Ja, Intoleranz gegenüber allen Migranten zu verurteilen und zu bekämpfen. Und jetzt mal ganz kurz was Juristisches. Was wir hier sehen, alle Formen der Diskriminierung, Ausprägungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, damit zusammenhängende Intoleranz, das sind alles sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Das sagt uns nämlich dies. Der eine sagt, Rassismus ist dies, der andere sagt, Rassismus ist jenes. Und unbestimmte Rechtsbegriffe kennt man weitenteils nur aus Strafrechtsnormen in Autokratien, in undemokratischen Systemen, in Diktaturen. Wir kennen das aus dem Dritten Reich, wir kennen das aus der DDR, da gab es sehr, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe.
Unbestimmte Rechtsbegriffe lassen nämlich zu, weil es keine wirkliche Legaldefinition dazu gibt, oder wenn es eine gibt, ist die auch so schwammig ausgeführt, dass man darunter alles packen kann, was einem nicht gefällt. Das heißt, ein Richter kann letztlich, wenn dort was von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit steht, kann der verurteilen. Wir kommen hier zu einer Willkür, von Strafverurteilungen letztlich. Das kennt man, wie gesagt, aus der DDR, denn bereits wenn man heute Kritik daran übt, dass man die Migration nicht in der Form oder auch gar nicht haben will, es gibt ja auch Leute, die wollen Migration gar nicht haben, das ist aus meiner Sicht, ist das demokratisch zulässig, das ist eine zulässige Meinung, die werden doch heute schon als Fremdenfeinde bezeichnet. Das ist schon Fremdenfeindlichkeit. Ja? Hiermit will man uns, den Kritikern der Migration, den Mund verbieten. Und wenn wir uns ich bringe da immer das Beispiel des Volksverhetzungsparagrafen. Ich weiß, dass das ein sehr schwieriger Paragraph ist, aber dieser Paragraph wurde zu Anfang in das Strafgesetzbuch eingeführt, um Holocaust-Leugner zu bestrafen. Das ist aus meiner Sicht auch richtig, das muss auch so sein. Weil wer den Holocaust leugnet, hat den Schuss nicht gehört, sage ich immer. Das ist eine geschichtliche Wahrheit, insofern ist es auch richtig, dass das unter Strafe gestellt wird. Aber was man jetzt gemacht hat, ist, dass man den Volksverhetzungsparagrafen ausgeweitet hat. Es ist künftig nicht mehr nur die Leugnung des Holocaustes strafbar, sondern jegliche Art von Diskriminierung von anderen Volksgruppen, Klammer auf, zu denen Deutsche nicht gehören, Klammer zu, ist dort unter Strafe gestellt. Hier sieht man sozusagen eine Ausweitung des Strafrechts hin zu unbestimmten Rechtsbegriffen. Und das wird weitergehen, wenn dieser UN-Migrationspakt in die deutsche Rechtsordnung Einzug hält. Man spiegelt uns immer vor, dass man trotzdem eine offene demokratische Diskussion führen will. Hier habe ich einen Passus mal rausgesucht. Wir verpflichten uns ferner in Partnerschaft mit allen Teilen der Gesellschaft, einen offenen und auf nachweisbaren Fakten beruhenden öffentlichen Diskurs über Migration und Migranten zu führen, die zu einer realistischeren, humaneren, konstruktiveren Wahrnehmung von Migration und Migranten führt. Die also mehr zu der von uns festgelegten Wahrheit führt. Hier wird eine Wahrheit festgelegt und es wird nicht mehr darüber diskutiert, ob diese Wahrheit tatsächlich wahr ist oder nicht. Und wer gegen diese Wahrheit verstößt, der wird gelüncht. Im übertragenen Sinne, darf ich hinzufügen, weil ich werde ja gerade aufgeregt. Was aber tatsächlich stattfindet, ist ein sogenannter evidenzbasierter Diskurs. Ich will das Wort Evidenz ganz kurz erläutern. Evident ist etwas, wenn es die logische Schlussfolgerung aus etwas anderem ist. Also, wenn man mit normalem Menschenverstand eine Schlussfolgerung zieht, dann ist das evident. Und man will diese Diskussion evidenzbasiert führen. Das heißt also auf logischem Menschenverstand. Man suggeriert damit, logischer Menschenverstand kann aber nur das sein, was wir sozusagen als evident ansehen, was wir als normale Schlussfolgerung ansehen, nämlich, dass Migration gut ist, dass Migration förderlich ist, dass Migration gut für unsere Entwicklung ist. Evidenzbasiert soll der Diskurs sein, nicht streitbar, evidenzbasiert. Er soll also nicht offen stattfinden. Unumstößliche Tatsachen werden in den Raum gestellt und wer sich dagegen wehrt, der muss mindestens kritisiert werden. Da frage ich mich, wo bleibt da die Meinungsfreiheit? Nicht zum Schluss soll auch in die Berichterstattung der Medien eingegriffen werden. Und auch hier wieder etwas aus Ziel 17, Maßnahme 10, also auch wörtlich im Pakt so drin stehen.
Wir verpflichten uns, also die Mitgliedstaaten, unter voller Achtung der Medienfreiheit eine unabhängige, objektive und hochwertige Berichterstattung durch die Medien, einschließlich Informationen im Internet. Wir nehmen uns jetzt diese Medienschaffenden und wir schulen die jetzt erstmal, wie gut Migration doch ist. Durch Investitionen in ethische Standards der Berichterstattung. Also Berichterstattung soll künftig sozusagen einen ethischen, wieder unbestimmter Rechtsbegriff, einen ethischen Standard unterliegen. Der Berichterstattung und der Werbung durch und durch, und jetzt kommt es, Einstellung der öffentlichen Finanzierung oder materieller Unterstützung von Medien, die systematisch, Klammer auf, unbestimmte Rechtsbegriffe, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung gegen Migranten fördern. Wenn ihr nicht das berichtet, was wir wollen, drehen wir euch den Hahn. Das heißt, auch die Medien werden angehalten und geschult, letztlich migrationskonform zu berichten, anderenfalls Bestrafung durch Finanzierungsentzug. Da frage ich mich, wo bleibt da das? Ja, dann hört man allen Ortes, naja, der Migrationspakt, das ist ja nichts rechtlich Verbindliches. Das ist ja sozusagen eine übergeordnete Vereinbarung, an die man sich ja auch nicht unbedingt halten muss. Ja, denken die, wir sind blöd oder was? Ja. Die unterzeichnen einen Pakt, wo 90 Mal das Wort drin steht, wir verpflichten uns. Wo 38 Mal drin steht, wir stellen sicher das. Wo 30 Mal drin steht, wir gewährleisten dieses und jenes. Da frage ich mich, wenn jemand mit dieser Argumentation kommt, ist nicht bindend. Ich frage mich, wieso unterschreibt ihr denn dann überhaupt? Das reiht sich zwar in dem allgemeinen Duktus der Altparteien ein, dass man sich nicht immer so wirklich ans Recht hält, aber eins kann ich euch versprechen, an dieses Recht, auch wenn es gar nicht bindend ist, wird sich gehalten werden. Der Migrationspakt ist ein sogenanntes Soft-Law-Konstrukt, also ein weiches Recht, kein hartes Recht, aber auch wenn dort direkt heraus tatsächlich keine rechtliche Bindung erfolgt, so steht doch jeder unterzeichnende Staat zumindest unter dem moralisch-politischen Druck, das zu tun, wozu man sich dort verpflichtet hat. Und wenn man etwas im Völkerrecht eine Weile lang tut, man spricht so von 4 bis 5 Jahren, dann wird es völkerrechtliches Gewohnheitsrecht. Und Gewohnheitsrecht, wir kennen das alle aus dem Zivilrecht, wenn etwas eine Zeit lang hingenommen wird, eine Zeit lang etwas getan wurde, dann wird es sozusagen bindend. Dann wird es bindendes Recht. Und das wird ganz sicher, wenn dieser Pakt kommen wird, auch mit diesem sogenannten Migrationspakt erfolgen. Zudem spricht der Pakt immer wieder von Migration als allgemeinem Menschenrecht. Daraufhin habe ich schon hingewiesen. Und wir verpflichten uns, steht wie gesagt mehrfach drin. Und was ganz wichtig ist, und das wurde bisher noch gar nicht großartig thematisiert, dieser Pakt, dieser Migrationspakt, der steht im Einklang mit einer anderen Verpflichtung, aus einer anderen völkerrechtlichen Verpflichtung, nämlich mit dem Ziel 7.0 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Aus dieser Agenda, die also neben dem UN-Migrationspakt besteht, daraus erwächst nämlich die Verpflichtung der UN-Mitgliedstaaten zur internationalen Zusammenarbeit. Und hier haben wir es wieder, um sichere, geordnete und geregelte Migration zu ermöglichen. Das heißt, der UN-Migrationspakt, der ordnet sich sozusagen dieser Agenda 2030 unter. Und die ist bindend. Zudem sagt die Bundesregierung ja immer wieder, natürlich wollen wir uns dann eben auch daran halten, wenn wir das schon unterschreiben. Das heißt, letztlich wird es tatsächlich ein politisch verbindliches Abkommen. Das, was da drin steht, wird so geschehen. Auch wenn uns insbesondere die Damen und Herren von der Union heute immer wieder sagen, naja, der Migrationspakt sei ja nicht verbindlich.
Was wird die Folge des Migrationspaktes sein? Ich glaube, jeder, der sagt, der Migrationspakt wird zu weniger Migration führen, der weiß, ich habe es zu Anfang schon gesagt, entweder, dass er bewusst die Wahrheit, die Unwahrheit sagt, oder eben möglicherweise unbewusst, dann muss man ihm aber tatsächlich Dummheit unterstellen. Denn letztlich ist doch völlig klar, wenn ich Armutsmigrant bin und in die westlichen Länder komme, dann geht es natürlich darum, dass ich hier besser leben will. Es geht um Armutsmigration. Es wird dazu führen, dass die kulturfremden Regionen dieser Welt letztlich nach Europa und nach Deutschland umsiedeln werden. Es wird hier verstärkt zu kulturellen, sozialen und religiösen Konflikten kommen. Wir erleben das ja jetzt schon täglich, auch wenn der Migrationspakt noch gar nicht da ist. Wir nehmen ja quasi in Kauf, dass die alle hier bleiben. Eine Abschiebung findet doch tatsächlich gar nicht mehr statt. Und wenn mal 30 oder 40 abgeschoben werden, dann gibt es einen riesen Hype. Wir haben im Moment mehrere hunderttausend Ausreisepflichtige in Deutschland. Ja, und dann wird in der aktuellen Kamera, in der Tagesschau, wird dann berichtet, wenn mal 60 abgeschoben werden. Das bringt natürlich die Gefahr des Zusammenbruchs unserer Sozialsysteme und letztlich, und jetzt komme ich wieder zum Anfang, wird das Ende des souveränen Nationalstaates sein. Die Grenzen werden aufgelöst werden, wir werden nicht mehr Herr im eigenen Hause sein, wir werden unser Selbstbestimmungsrecht verlieren. Erste Ansätze sieht man in Belgien, wo ja inzwischen eine muslimische Partei sich gegründet hat, die auch schon in vielen kommunalen Parlamenten sitzt. Das wird es in Deutschland auch geben. Wir werden irgendwann eine muslimische Partei hier haben und sie werden sagen, Teilhabe, wir wollen Teilhabe am politischen Leben. Wir leben ja schließlich auch hier und es gibt eine christlich-demokratische Union. Wir wollen auch eine MDU, eine muslimisch-demokratische Union. Und nach Mohammed leben. Ja, das wird dann letztlich die Folge sein, weil wir ja alle wissen, dass was dem Islam innewohnt, dass der Islam eine Staatsreligion ist und letztlich demokratische Strukturen nicht zulässt. Das Ergebnis wird nicht nur eine Gefährdung, sondern wahrscheinlich der Untergang der westlichen Demokratien sein, so wie wir sie bisher kennen. Warum ist denn das so? Und dass das Ganze kein Märchen ist, was ich hier erzähle. Der Pilz ist hier. Ich bin der Pilz zusammen. Noch was zu trinken, wenn ich schon mal hier bin? Soll ich von meinem. Ach so, und Sie wollen noch einen Pilz? Sondern, dass das tatsächlich geplant ist. Man redet ja bei Planen immer von Weltverschwörung. Nein, Plan ist keine Weltverschwörung. Das ist auch keine Weltverschwörung. Es ist tatsächlich, ich habe es vorhin ja am Werdegang des UN-Migrationspaktes dargestellt, das ist seit langem geplant. Und die Politikwissenschaftler setzen sich damit bereits auseinander. Wir haben hier einen Auszug aus den Tagesthemen vom 20.02., vom 20. Februar diesen Jahres. Jascha Munk, ein Politikwissenschaftler, der im Ausland lehrt, sagt es hier ganz offen raus. Und ich bitte euch mal auf den zweiten Grund, den er nennt, ganz besonders zu achten. Ihr kennt das Video wahrscheinlich zum Großteil alle. Ich spiele es trotzdem nochmal vor. Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen? Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen. Und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren.
Wir fangen mal hinten an kurz. Das Internet, das ist den Etablierten ja ein Dorn im Auge, weil dort Meinungsfreiheit stattfindet. Und natürlich ist es ihnen ein Dorn im Auge, weil sie nicht modern genug sind, so wie die AfD, die sozialen Medien zu nutzen. Was war die Folge? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. Das ist verfassungswidrig, das wissen wir alle. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch jemanden gibt, der gegen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgeht. Uns ist das derzeit nicht möglich, weil wir für ein Normenkontrollverfahren, also die Überprüfung eines Gesetzes, brauchen wir 25% des Bundestages und die haben wir nicht. Ein Organklageverfahren können wir nicht machen, weil ein Organklageverfahren die Verletzung von Rechten einer Fraktion vorsieht. Wir haben derzeit ein Organklageverfahren laufen, in dem es um die Feststellung der Rechtswidrigkeit der Grenzöffnung geht oder des Offenhaltens der Grenze, weil darüber nämlich der Bundestag nicht entschieden hat. Und wenn ein Bundestag darüber nicht entscheidet, dann wird in die Rechte einer Fraktion eingegriffen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist aber, ihr wisst es alle, kurz vor Abschluss der letzten Legislaturperiode noch durchgewunken worden, ähnlich wie die Ehe für alle. Das heißt, der Bundestag wurde dort beteiligt. Man kann sich dort nicht auf Verletzung der Rechte von Fraktionen berufen. Deswegen muss man hier im Netzwerkdurchsetzungsgesetz tatsächlich jemanden finden, der sozusagen durchklagt. Der anfängt beim Amtsgericht, beim Landgericht, über das Oberlandesgericht, über den Bundesgerichtshof bis zum Bundesverfassungsgericht. Das wird Jahre dauern. So lange wird das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bestehen bleiben. Was aber viel wichtiger an dieser Aussage ist, ist der Passus, ich will ihn nochmal zitieren, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, sagt er, das wird, glaube ich, auch klappen. Dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und ich hatte vorhin in meinem Vortrag ganz kurz mal erwähnt, Nachteile sind hinzunehmen, stand da. Das ist genau das, was der Jascha Munk hier sagt. Es kommt natürlich auch zu Verwerfungen, Klammer auf, damit müssen wir dann leben, Klammer zu. Und diese Verwerfungen, die erleben wir jeden Tag immer wieder aufs Neue. Vergewaltigungen, Messerstechereien, Tötungen, Ehrenmorde und was es sonst noch so alles gibt. Das sind die Verwerfungen, die er macht. Und liebe Freunde, wir sind nicht gewillt als AfD hier Versuchskaninchen zu sein, ein Experiment zu wagen. Experimente haben wir in der Schule im Chemieunterricht gemacht. Da wurde auch niemand gefährdet, weil wir alle eine Schutzbrille aufhaben und einen Kittel rum. Bestimmt erinnern. Die haben wir hier nicht. Wir haben hier keine Schutzbrille und keinen Kittel. Deswegen können wir auch dieses Experiment nicht wagen. Dafür sind wir als AfD angetreten. Dafür ist es wichtig, dass wir nicht nur in den Parlamenten den Kartellparteien die Stirn bieten, sondern dass wir auch auf der Straße laut sind, dass wir auf der Straße unseren Willen zum Ausdruck bringen. Es muss parlamentarische Arbeit, und wir haben keinen anderen Weg, als die Verhältnisse über die parlamentarische Arbeit zu verändern. Und wir sind ja auf einem guten Weg, wie wir alle wissen. Ja? Wir stagnieren zwar im Moment etwas, die SPD ist in den Keller gerutscht, die CDU ist in den Keller gerutscht, die CDU kriegt vielleicht einen kleinen Aufschwung, ich weiß es nicht. Aber wir als AfD, wir sind im politischen Parteienspektrum inzwischen etabliert, wir sitzen in allen Landtagen, uns kann man nicht mehr wegdiskutieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese parlamentarische Arbeit als politische Partei weitermachen und allen Kritikern, die immer sagen, ja, jetzt sitzt ihr auch da oben und macht sozusagen dasselbe wie die anderen Parteien. Wir sind an dieses parteipolitische System zunächst gebunden. Es geht nicht anders. Wir müssen diesen Weg beschreiten. Der andere Weg wäre, die Mistforke in die Hand zu nehmen und hier alles niederzumetzeln. Das wollen wir nicht. Das ist auch nicht der richtige Weg. Was wir wollen, ist der parlamentarische Weg, unterstützt durch die Straße, unterstützt durch die Bürger. Und deshalb ist es auch richtig und gut, dass auch wir in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen
Demonstrationen regelmäßig haben in Rostock. Die Rostocker haben angefangen, mit viel Erfolg inzwischen. Die Schweriner haben es nachgemacht. Wir hatten jetzt am Wochenende in Greifswald mit guter Beteiligung eine Demo gegen den Migrationspakt. Das ist der richtige Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich darf euch allen zurufen, lasst euch nicht ermutigen, sondern nehmt das alles mit nach Hause, nehmt die Kraft mit nach Hause. Sprecht mit den Leuten in eurer Umgebung, auch wenn die euch als Nazis bezeichnen. Ich werde auch ständig als Nazi bezeichnet. Also es muss wirklich abperlen, es muss völlig wurscht sein. Versucht die Leute wirklich zu überzeugen. Und lest und lest und lest und lest, weil Lesen bildet. Und deshalb glaube ich, wie gesagt, dass wir als AfD das im Ergebnis alles richtig machen, auch wenn es mal den einen oder anderen Fehltritt gibt. Aber die Richtung stimmt, das Ziel stimmt und ich glaube, dass wir gar nicht so weit davon weg sind, die politischen Verhältnisse tatsächlich in Kürze mittelfristig verändern zu können. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt gerne noch.